Verkäufen. So, the next talk der nächste is Vortrag KTRW, the journey to the also KTRW, also KTRW, also das Ding ist halt, Hardware-Debugging ist nicht wirklich möglich mit iPhones und daher ist quite a challenge. Sicherheitsforschung mit dem Kernel auch echt eine Herausforderung. With the Apple A10 chip, Apple aber mit dem Apple E10 Text Read Only Regions, which is called KTRR in short, spezielle Speicherregionen definiert. Brandon Assad of Google Project Zero und he found a way to Brandon hat innerhalb dem iPhone Google Project Zero ein debuggbares iPhone erschaffen und er wird uns jetzt erklären, wie er das alles geschafft hat mit einem herkömmlichen iPhone. Einen großen Applaus für unseren Vortragenden. Danke. Super. Vielen Dank für die Einführung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Danke, dass ihr zu meinem Talk gekommen seid. Heute zeige ich euch, wie ich etwas erlernt habe, was ich schon lange wollte, nämlich ein debugbares iPhone. Also, was meine ich damit eigentlich genau? Also, um euch ein bisschen Kontext zu geben, damit ihr das versteht, dann erkläre ich erstmal, was das nicht so häufig erklärt wird. Und das ist ein Entschuldigung hier für die Audiostörung. Also genau, es gibt eben verschiedene Debug-Schnittstellen, um mit Embedded-Geräten Debugging betreiben zu können. Und die erlauben einem dann zum Beispiel in einzelnen Instruktionsschritten durch den Bootloader durchgehen zu können, Registerinhalte auszugeben, zu modifizieren. Und das ist zum Beispiel für Apple-Ingenieure total wichtig zu haben. Aber Apple möchte das auf keinen Fall an produktiven iPhones, also die dann an die Massen rausgegeben und verkauft werden, drin haben. So, was man braucht, um eben meinen Ansatz hier durchzuziehen, ist ein spezielles Kabel. Das nennt man normalerweise Probe. Man sieht hier etwas, das Kansi-Kabel heißt und es hat einen speziellen Lightning-Verbindung an einem Ende und das hat eine spezielle ID fest eingebrannt, die es gegenüber dem Telefon als Debug-Gerät identifiziert. Es hat dann noch einen speziellen Controller in der Mitte, der es als Debug-Gerät ermöglicht und dann eben den ganz normalen USB-Anschluss. Auf dem Laptop lässt man dann normalerweise Software laufen. Das ist ganz normal, die findet man online. Die hier heißt Astris. Das ist keine Software, die Apple freiwillig rausgibt, sondern die ist, glaube ich, geleakt. Also das ist definitiv nichts, was jetzt von Apple offiziell genehmigt wurde. Aber es gibt eben Leute, die an diese Software rankommen und dann mit diesen Debug-Kabeln, diese Debug-Kabel nutzen können, zusammen mit der Software, um mit dem Telefon zu reden. Und hier sehen wir dann zum Beispiel ein Debug-Gerät, das an ein 32-Bit iPhone verbunden ist. Und man sieht hier Registerinhalte, man kann hier ganz viel Low-Level-Debugging-Arbeit machen. Also, was ich jetzt sagen muss, ist, dass ich keine Dev-Fused-Devices verwende. Dev-Fused bedeutet, also ich möchte da keinen Zugriff drauf haben. Ich habe da auch keinen Zugriff drauf in meiner regulären Arbeit, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass es total nützlich wäre, wenn wir solche Low-Level-Debug-Schnittstellen einfach verfügbar halten. Und das war eben genau die Motivation für mein Projekt. Ich wollte einem normalen iPhone-Gerät, das ich im Laden kaufen kann, eben eine Debug-Möglichkeit geben, die äquivalent zu dem ist, was wir eben gesehen haben. Ein sogenanntes Homebrewed-Entwicklungstelefon. Es gibt ja da eben verschiedene Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte. Ich möchte Kernel-Speicher patchen. Ich möchte vor allem auch den ausführbaren Speicher im Kernel patchen. Das heißt, ich möchte Instruktionen modifizieren, Shellcode einfügen. Ich möchte die normalen Debugger-Features zu haben, also Breakpoints, Watchpoints etc. Und das dritte, was ich wollte,
ist, dass ich sowas machen konnte, ja, dass ich einfach mit ganz normalen Debuggern arbeiten könnte, also die man auch sonst zur Arbeit verwendet. Also ich möchte keinen proprietäre Software wie Astris oder sowas, der nur Apple zugänglich ist eigentlich, um damit zu interagieren. Ich wollte Standard-Debugger haben. Und dann wollte ich, dass man die Software auf dem Gerät trotzdem updaten kann. Also ich wollte eine so tiefgreifende Sicherheitslücke finden, dass es auch über Updates nutzbar bleibt und nicht, dass Apple das direkt wegpatcht nach einem Software-Update. Also ich möchte auch immer die neuesten Versionen debuggen können. Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich nützlich, weil ich dann zum Beispiel die Unterschiede zwischen einzelnen iOS-Versionen anschauen kann. Aber ja, letztendlich möchte ich einfach die Entwicklungskosten amortisieren, indem man lange Zugriff auf das iOS-Betriebssystem hat. Und ja, in der Praxis bedeutet das, dass ich eine Lücke im Bootloader brauche oder irgendeine Art Hardware-Bug. Also irgendwas, das total schwierig zu patchen ist oder, wenn es patchbar ist, dass es so früh im Bootprozess ist, dass es dann immer noch möglich wäre, den iOS-Kernel zu updaten. Und das Letzte, was ich wollte, war, dass ich mit diesem Entwicklungstelefon dass ich für diesen ganzen Prozess nur Teile brauche, die man im ganz normalen Apple Store kaufen kann. Also keine speziellen CPUs, in denen die Entwicklungsfuses noch rausgelötet sind oder so. Irgendwelche speziellen Debug-Kabel, das wollte ich alles nicht. Also es gab etwas Wichtiges heute, was passiert ist, und das war einige Tage, bevor ich das open sourcen wollte, gab es einen Bootrom-Exploit für alle iPhones von dem 4S bis zum iPhone 10. Und dieser Exploit ist stärker als das, was ich selber entwickelt habe. Also alles, was ich in meinem Telefon machen kann, ist natürlich möglich mit dem, aber ich möchte euch einfach zeigen, dass es halt Annahmen gibt, die ich ursprünglich hatte, dass diese halt einfach nicht mehr gültig sind nach diesem Exploit oder nach der Veröffentlichung dieses Exploits. Und damit möchte ich jetzt über KTTRR sprechen. Und das Ganze ist halt nicht einfach zu machen. Es gibt halt eine Ausweichmaßnahme namens KTMR. Und die erste Sache auf dieser Liste, das erste Feature, das ich haben wollte, also die erste Fähigkeit von meinem Programm wollte ich haben, war den Kernel-Speicher zu patchen. Das heißt, ich musste den Code, den binären Code überschreiben können und auch ausführen können. Und Apple hat das halt verhindern wollen. Es gibt halt einen Kernel Cache im Speicher, der dann auch von dem Secure Boot Prozess beschützt wird. Aber sobald das System läuft, versucht Apple halt den Kernel Cache abzusichern, soweit es halt irgendwie geht, so dass es halt nicht möglich ist, Sachen im Kernel Cache zu verändern. Und will Apple halt sicherstellen, dass Kernel Code, der einmal gestartet ist, halt nicht mehr verändert wird nachträglich. Aber es gibt auch einige Bereiche, die halt nicht unbedingt schreibbar sein müssen. Aber es gibt auch einige Datenstücke, die für andere Zwecke benötigt werden. Verschiedene Tabellen für die Adressen und diese zusätzlichen Daten sollen halt nicht veränderbar sein. Und KTTR sichert diese Speicherbereiche, damit man sie nicht manipulieren kann. Und soweit wir es wissen, halt steht KTRR für Kernel Text Read Only Region, also
eine Region im Kernel-Speicher, der nur gelesen werden soll, aber nicht geschrieben werden soll. Und es gibt zwei starke Garantien. Die erste Garantie ist, dass alle Schreibprozesse in diesem Speicherbereich versagen mit einem Fehler. Und mit dieser Garantie wird sichergestellt, dass was durch die Secure Boot Chain ursprünglich dorthin geschrieben wurde, sich nicht mehr verändert. Und auch die zweite Garantie ist, dass alle Abfragen von Anweisungen von außer dieser Region scheitern ebenfalls, sodass man den Kernel-Code halt nicht direkt beeinflussen kann oder nicht beeinflussen kann. Wie sieht das im Detail aus? Also das ist jetzt stark vereinfacht. Hier haben wir die CPU-Kerne, also mit 6 Kernen. Die lila Boxen sind die mathematischen Einheiten oder irgendwelche bestimmten Einheiten. Und dann haben wir den Speichercontroller, den AMCC. Und das ist zu dem Arbeitsspeicher verbunden. Und der Kernel ist auch in diesem Speicherbereich mit abgelegt. Und das ist der beschützte Speicherbereich. Und der erste Schritt, der passiert, um das alles abzusichern, ist, das ist etwas, was innerhalb einem einzigen CPU-Kern, jetzt wie hier abgebildet, passiert. Und wir haben in diesen MMUs bestimmte Start- und Endadressen für Bereiche im Rahmen, die dann halt entsprechend abgesichert werden. Und die CPU überprüft dann für jede Anweisung, die ausgeführt wird von ihr selbst, ob sie eventuell diese Garantien einhält oder halt nicht einhält. Also wenn man jetzt wenn wir aber versuchen, in diesen Bereich reinzuschreiben, dann wird die CPU blockieren und einen Fehler produzieren und die Anweisung schlägt fehl. Wenn man jetzt auf ähnliche Art und Weise versucht, eine Anweisung auszuführen, die außerhalb dieser geschützten Region liegt, dann sorgt die CPU ebenfalls dafür, dass das nicht erfolgreich ist. Und hier ist jetzt ein neues Bild mit den CPU-Kernen. Und die nächste, aber das ist immer noch nicht das vollständige Bild, das wir brauchen, um den Speicher zu schützen, weil es noch weitere Geräte gibt, die mit dem System verbunden sind. Also zum Beispiel jetzt der Netzwerkchip, der einen USB-Anschluss, jede Art von Hardware-Gerät, das ebenfalls mit dem System interagieren könnte, muss auch berücksichtigt werden. Das heißt, um sich jetzt zu schützen gegen bösartige Zusatzgeräte, gibt es weitere Register in der AMCC, die dann auch diese Start- und Endadressen für den Speicher vorliegen haben und dann auch diese Garantien einhalten. Und das ist jetzt das Bild, wie die Hardware jetzt aussieht. Aber es ist immer noch nicht das vollständige Bild. Da ist immer noch ein Randfall, den man betrachten müsste. Wenn jetzt ein CPU-Kern in den Schlafmodus geht, dann verlieren diese MMU-Register ihre Informationen. Und das betrifft halt auch diese MMU-Register, wenn der Schlafmodus aktiviert wird. Und sie werden halt auf Null gesetzt. Und wenn die CPU wieder aufwacht vom Schlafmodus, dann muss das halt wieder zurückgeschrieben werden, diese Information. Und dies ist das erste Stück Code, das ausgeführt wird, wenn die CPU wieder aufwacht. Und was Apple getan hat, ist, dass sie Code zu dem Reset-Vektor hinzugefügt haben, die mithilfe von diesen globalen Variablen die Werte zurückgeschrieben haben. Und sobald diese Werte in den
allgemeinen Registern geschrieben hat, werden sie übertragen und sobald der Code ausgeführt wird, ist der Speicher wieder abgesichert und man kann nicht mehr und die ursprünglichen Garantien gelten wieder. Und jetzt haben wir einen großen Überblick über das alles, wie das alles funktioniert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das System brechen, also ausnutzen. Es gibt zwei historische Exploits oder zumindest Umgehungsmaßnahmen. Die erste Umgehung wurde relativ früh gefunden und zwar was Luca Todesco seinerzeit gefunden hat, war, dass Apple eine bestimmte ausführbare Instruktion im Kernel Cache gelassen hatte, die aber nicht ausführbar sein sollte eigentlich. Und mit dieser Anweisung wurde ein weiteres spezielles Register gesetzt. Und wenn man dann das entsprechende Register selber manipulieren konnte, konnte man halt die virtuellen Speicherbereiche ummappen und dann auch den Kernel entsprechend in die falsche Richtung lenken. Und dadurch Also, es ist natürlich jetzt wichtig zu wissen, dass KTR schon immer korrekt initialisiert war. Also, man konnte jetzt keinen neuen Kernel-Code ausführen. Wir können insbesondere auch keine Read-Only-Daten patchen und wir können auch keinen neuen Kernel-Code da rein patchen und ausführen. Aber was eben dieser 10.1-Bypass ermöglicht hat, ist, dass man den eigentlich vorgesehenen Bereich der KTRR-geschützten Zone reduziert hat auf diese jetzt rot sichtbaren Bereiche. Der zweite Bypass von KTRR war mehr ein Bypass in der Theorie als jetzt wirklich in der Praxis, aber es war auf jeden Fall eine sehr wichtige Inspiration für meine eigene Forschung. Also in iOS 11.1.2 hat Ian Beer herausgefunden, dass die Debugging-Funktionalität in der ARM-Spezifikation auch in Apples Prozessoren implementiert war und dass man daraus tatsächlich einen kompletten Kernel-Debugger entwickeln konnte. Wenn man sich das ARM-Referenzhandbuch genau durchliest, dann findet man etwas, das Self-Hosted Debugging heißt. Die Architektur stellt Debug-Register bereit, auf die man über MSR-Instruktionen zugreifen kann. Und man kann die nutzen, um zum Beispiel Breakpoints im Kernel-Modus zu setzen, Exception-Handling-Code zu installieren, eigene Exception-Händler zu schreiben. Also man kann im Prinzip den Kernel seinen eigenen Debugger implementieren lassen. Das ist so ein bisschen analog, wie wenn man einen KDB benutzen würde, also einen Kernel-Debugger benutzen würde, um einen MacBook zu debuggen. Der KDB wurde tatsächlich aus dem iOS-Kernel entfernt, aber die ganzen Register, um das zu benutzen, sind halt eben noch da. Und was INBM rausgefunden hat, ist, dass man Return-Oriented Programming benutzen kann, um diese Register korrekt zu setzen und daraus dann einen vollständigen Kernel-Debugger zu bauen. Ja, das funktioniert dann auch mit LDDB, war auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Und ja, man kann dann Breakpointing machen, Single-Stepping machen. Im Prinzip Sachen in beliebiger Reihenfolge da ausführen zu lassen. Es ist nicht ganz so wie komplett frei gewählte Code-Ausführung, aber es ist ziemlich nah dran. Ich habe das Projekt angefangen mit dem Ziel, irgendeinen KTRR-Bypass zu finden. Und ich wollte halt irgendwas finden, was noch mächtiger ist als das, was bisher gefunden wurde. Irgendwas, das persistent ist, auch über mehrere Versionen von iOS.
Also ich habe zum Beispiel nach einem iBoot-Fehler gesucht, speziell in den Verifizierungsfunktionen, da habe ich nichts gefunden. Dann habe ich mir einige Abschnitte vom ARM-Architekturhandbuch durchgelesen und ja, habe dann so Sachen gefunden wie komisch geformte TLB oder Page-Table-Einträge, ob man dann da vielleicht, also wenn man irgendwelche kaputten Page-Table-Einträge hat, ob man damit was mit dem TLB machen kann, habe ich aber auch nichts gefunden. Dann habe ich irgendwie so ein bisschen missverstanden, wie KTRA funktioniert und hatte gehofft, dass ich irgendeine Möglichkeit finde, den L2-Cache zu korrumpieren, um KTRA zu umgehen. Also das hat alles nicht geklappt und ja, das habe ich dann erstmal alles liegen lassen und was anderes gemacht. Und dabei ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass ich eine Kernel-Panic verursachen konnte. Und ich hatte da tatsächlich mit Interrupts rumgespielt und es geschafft, dass ich einen CPU-Kern in einer Endlosschleife in eine Endlosschleife bringen konnte, in der auch Interrupts maskiert waren. Und das sieht man dann auch hier in dieser Kernel Panic, dass das System bemerkt hat, dass eine CPU unendlich lange dreht und dass da irgendein Problem vorliegt. Aber was ich hier dran so interessant fand, war tatsächlich etwas weiter vorne. Und da steht, versuche CPU 1 gewaltsam anzuhalten. Was ich aus dem ARM-Handbuch herausfinden konnte, war, dass es tatsächlich keinen Standardweg gibt, für einen CPU-Core einen anderen anzuhalten. Also ich konnte mich da an keinen standardisierten Weg erinnern. Und dann habe ich wohl gedacht, dass es irgendein proprietäres Interface gibt, also irgendein spezielles Kontrollregister oder sowas, dass man über Memory-Mapped.io zugreifen kann, das ich dann nutzen könnte, um die CPU anzuhalten. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Und dann habe ich mir eben die üblichen Security Engineering Werkzeuge genommen, um herauszufinden, was da tatsächlich passiert. Habe durch den Source Code durchgeschaut und nach genau diesem Text aus der Kernel Panic gesucht und bin dann bei folgender Funktion angekommen: ML Debug Report CPU, die anscheinend genau das implementiert. Sie nimmt den Index der CPU, die man anhalten möchte. Das heißt, bei einem 6-Kerner wäre das 0 bis 5. Und der Teil, der tatsächlich die CPU dann anhält, ist dann hier etwas weiter unten. Genau, diese hier. Es nimmt einen Pointer aus einer Pro-CPU-Datenstruktur. Der ist als volatil markiert in C. Das heißt, es ist ein Speicheraufruf. Und dann ist der Code, der tatsächlich die CPU anhält, einfach nur eine einzelne Zeile, in der einen bestimmten magischen Wert in dieses Debug-Rap-Register schreibt. Und ja, das sieht mir eben sehr danach aus, dass es ein Memory-Mapped.io-Register ist. Ich habe da jetzt online keine Ergebnisse gefunden, aber das bestärkt mich eigentlich nur in meiner Annahme, dass es eben irgendein proprietäres Interface ist. Das andere, was ich interessant fand, war, dass da noch die ganze Zeit der String Core-Site auftauchte. Ich hatte das mal irgendwann gehört, hat es aber erstmal auch auf später verschoben. Und tatsächlich gab es nur ein paar Zeilen weiter unten eine Funktion, die wir hier sehen, mldebug-report-cpu-with-state. Die macht ungefähr das gleiche wie die andere Funktion, nur dass sie zusätzlich zum Anhalten der CPU auch noch den Registerinhalt der gerade angehaltenen CPU aussieht. Und wie sie das macht, ist tatsächlich relativ bemerkenswert. Man sieht hier ja einen weiteren Zugriff auf dieses Core-Site-Register. Also irgendwas ist da definitiv wichtig, vielleicht der Block, der diese Funktionalität enthält. Aber ja, der viel wichtigere Teil ist eben diese Vorschleife hier unten, die geht iteriert die Variable i über die Indizes der General-Purpose-Register. Und was im Rumpf dieser Schleife passiert, ist, dass sie zuerst den numerischen Opcode, also der Instruktion passiert, berechnet und schreibt das in das Systemregister debug.dtr. Also das ist keine Instruktion, die schon irgendwo im Kernel-Cache existiert,
sondern der generiert genau in dieser Zeile die Instruktion, den Opcode für diese Instruktion und schreibt das dann eben in dieses entsprechende Register und liest dann den Wert, der in diesem Debug-Rep-DTR-Register steht und schreibt das in den Output-Puffer XI. Und das ist wirklich interessant, weil was ich vermute, was es tut, ist, dass es halt eben dynamisch generierte Instruktionen ausführt. Und das widerspricht wirklich dem Sicherheitsmodell, das KTRR eigentlich implementieren soll. Weil KTRR soll ja eigentlich garantieren, dass nur die Instruktionen, die im Kernel-Cache stehen, tatsächlich ausgeführt werden. Aber der Code, der hier steht, erweckt den Eindruck, dass tatsächlich jeder Code, den man möchte, auf der CPU ausgeführt werden kann. Also nur weil es diesen Code in dem XNU-Kernel gibt, um das zu machen, heißt jetzt nicht, dass es auch tatsächlich benutzt werden kann. Aber ja, ich habe dafür eben ein kleines Testprogramm geschrieben. Ich hatte da einen alten Kernel-Exploit, den ich noch rumliegen hatte und habe dann was zusammengehackt, das dann eben genau diese Funktion aufrufen würde und einen entsprechenden Output-Puffer übergeben und habe dann eben den Inhalt dieses Output-Puffers ausgegeben. Und was man hier sieht, ist, dass dieser Ausgabepuffer tatsächlich so aussieht wie ein Haufen Register. Also ein paar Werte sind ein bisschen komisch, aber der Wert von CPSR sieht tatsächlich ziemlich korrekt aus. Es sieht tatsächlich aus wie eine CPU, die im Kernel-Mode läuft. Und der Wert von PC sieht nicht aus wie eine normale Kernel-Virtuelle-Adresse aus. Die fangen normalerweise mit FFFF und so an, sondern es sieht so ein bisschen aus wie eine physische Adresse. Zum Beispiel also ich habe da ein bisschen rumgeguckt und das ist tatsächlich die Instruktion vom Reset-Vektor. Und das wird jetzt wirklich, wirklich interessant, weil was das hier eben vermuten lässt, ist, dass wir tatsächlich die Ausführung eines bestimmten CPU-Kerns anhalten können, während es noch den Reset-Vektor ausführt. Und das, wie wir uns erinnern, ja, bevor die MMU tatsächlich eingeschaltet ist. Und bevor die MMU angeschaltet ist, läuft ja auch KTRR nicht. Und das heißt, wir haben da den Schutz, den KTRR bietet, noch nicht. Also, wie benutzen wir das dann? Und es gibt eine noch fundamentalere Frage. Was ist jetzt eigentlich dieses Core-Site genau? Es ist halt schwierig, etwas für mich auszunutzen, wenn ich nicht vorher wirklich verstehe, wie es funktioniert. Und ich habe dann im ARM Referenz in der Anleitung geschaut, wie CoreSite beschrieben ist. Und dort sieht man dann halt das externe Debug-Schnittstelle. Und man kann halt sehen, dass der Self-Hosting-Kernel-Debugger hat ebenfalls diese Schnittstelle benutzt und man nutzt dann diese Register, um die entsprechenden Anweisungen zu geben. Und also die Art und Weise, wie man auf diese Register zugreift, funktioniert über Memory-Mapped.io anstatt MSR-Instruktionen, aber das bedeutet, dass halt letztendlich die Funktionalität, um einen Kernel-Debugger zu bauen, immer noch da ist, obwohl die Return-Oriented Programming Gadgets, die Ian benutzt hat, entfernt wurden, gibt es halt immer noch dieses Interface. Und tatsächlich ist das nicht das erste Mal, überhaupt nicht das erste Mal, dass jemand Debugger-Register benutzt hat in einem ARM-Prozessor, um irgendeine Form von Privilege-Escalation-Attacke zu machen. Der meiste von 2019 Exploits haben ebenfalls diese Debugging-Register verwendet, um die, also auch auf Android-Telefonen wurden diese ebenfalls benutzt, um Exploits zu schreiben, sodass man mit diesen Instruktionen verschiedene CPU-Kerne untereinander steuern konnte und dadurch Anweisungen auszuführen, die dann zu Speicherzugriffen geführt haben, die halt eigentlich nicht passieren dürfen.
Und also CoreSite ist ein externes, eine externe Debug-Schnittstelle. Und es ist eine Schnittstelle, die auf dem Chip selber ist. Und diese Schnittstelle ist tatsächlich gut dokumentiert im ARM 8 Handbuch. Und man kann mithilfe dieser Schnittstelle Breakpoints und Watchpoints setzen und auch gezielt bestimmte Anweisungen ausführen. Und man, das Schöne ist halt, man, das ganze System ist dadurch, oder diese Debugging-Schnittstelle ist mächtig genug, um damit beliebige Debugging-Manöver durchzuführen und auch halt einen Kernel-Debugger zu schreiben. Und wir haben jetzt diese Debug-Register und wir können jetzt die Ausführung stoppen und kontrollieren. Und mithilfe des externen Debug-Interface können wir die Lockdown-Anweisung blockieren, und so, dass wir dann, wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Reset-Vektor haben, gehen wir durch die einzelnen Anweisungen, und bevor wir dann die Absicherung machen, können wir einfach diesen Wert hier auf 0 setzen und dann die Schutzfunktion überspringen. Und das ist natürlich eine nette Idee, aber wir haben immer noch nicht alle Komponenten, die wir benötigen. Also wir können die CPU stoppen. Wir können die Ausführung weiterführen, laufen lassen. Aber was wir wollen, ist die CPU neu starten oder starten, nachdem die CPU gestoppt wurde. Und wir wollen natürlich auch unsere Veränderungen mit einbringen. Und es gibt noch eine weitere Sache, die berücksichtigt werden muss. Wir benutzen halt eine CPU, um eine andere CPU zu beeinflussen. Und diese CPU-Zurücksetzungen passieren ständig. Und das Ganze passiert halt alle paar Sekunden. Und wir müssen daher diese Kontrolle Umgehung ständig. Und jedes Mal, wenn ein CPU-Kern zurückgesetzt wird, müssen wir halt wieder reingrätschen und die Kontrolle übernehmen. Und daher habe ich überlegt, dass ich mir dieses proprietäre System, das ich früher schon erwähnt habe, nochmal anzuschauen. Also es gibt noch ein paar Bits, die nicht dokumentiert sind, und ich wollte einfach mal schauen, okay, was passiert, wenn ich jetzt bestimmte Bits setze. Und naja, es war eigentlich nur dummes Glück, dass ich dann die Funktionalität gefunden habe, mit der ich dann die CPU komplett kontrollieren konnte. Und dann habe ich halt wirklich herausgefunden, wie ich die CPU stoppen und wieder starten kann. Und dann halt auch den Reset-Prozess besser unter Kontrolle hatte. Und das Schöne ist, das funktioniert jetzt alles wunderbar. Und wir müssen halt sicherstellen, dass sobald wir diesen Zweig erreichen, dass wir dann halt hier den großen Sprung machen, und dadurch wird die Speicherabsicherung niemals vollzogen. Und es sieht halt dann, also sobald wir dann halt den Hijack gemacht haben, können wir halt alles machen, was wir wollen, im Kernel-Mode. Got a little bit more to go. Ja, ich habe noch ein paar mehr Sachen. Thank you. Danke. So now that we've found a way to break KTRR. Nachdem wir jetzt KTRW umgangen haben, wollte ich natürlich jetzt einen vernünftigen Debugger basierend darauf schaffen. Und es gab einige Schritte, die ich gehen musste. Einige davon dachte ich, also von einigen von diesen Schritten dachte ich, ich könnte sie nie überwinden. Also zunächst einmal müsste man den Kernel neu mappen.
Und wir haben halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeit, den Kernelspeicher zu überschreiben. Eine weitere Herausforderung war, eine Kernel-Extension zu laden, also eine Kernel-Erweiterung. Und wir mussten uns halt auch mit Interrupts beschäftigen, weil sobald eine CPU gestoppt wurde, kann sie auch keine Interrupts mehr behandeln. Und das ist halt auch ein Problem in der Praxis. Die Kommunikationskanäle mussten auch entsprechend berücksichtigt werden. Und ich musste natürlich dann eine passende Schnittstelle für GDB schaffen. Also, wir haben prinzipiell die Fähigkeit, beliebigen Shellcode auszuführen, aber wir können den Kernelcode selber noch nicht patchen. Und auch wenn wir den Code jetzt außerhalb der nur lesbaren Regionen ausführen können, ist es immer noch so, dass die Read-Only-Regionen immer noch voll beschützt sind. Und das Problem ist halt, dass wir halt die Page-Table ändern müssen. Und das Ding ist halt, dass die Wurzel der Page-Table-Hierarchie ebenfalls in der KTRR-Region liegt, die immer noch nur lesbar ist. Und ich habe dann nochmal geschaut, wie der Exploit von Luca aussah, und das war, was er gemacht hat, war halt, dass er den Kernel into neue schreibbare Speicherbereiche geschrieben hat, und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe den Kernel in einem anderen Bereich gehabt, aber immer noch einen Verweis auf die Page Table gehabt im geschützten Bereich. Und dann habe ich halt dafür gesorgt, dass die neuen Ergebnisse dann in einen Bereich geschrieben wurden, auf den ich immer noch voll Zugriff hatte. Und dann habe ich und damit hatten wir dann die Möglichkeit, den Kernel zu patchen. Und das nächste Problem war es, Kernel-Extensions zu laden. Und das war dann tatsächlich jetzt nicht mehr so schwer, nachdem ich den Kernel selber Also wenn man eine Kernel-Extension hat, dann will man ja irgendwo Funktionen im Kernel aufrufen, das heißt, dynamische Linking ist dafür notwendig. Dann müssen wir die Page-Tables modifizieren, sodass die gerade geladene Kernel-Funktion ausführbar wird, und dann müssen wir den Eintrittspunkt dieser Kernel-Funktion aufrufen, um sie zu starten. Mit diesem High-Level-Design fangen wir jetzt mit an, den Kernel-Debugger zu entwerfen. Was tatsächlich rausgegangen ist, ein relativ einfaches Design. Wir haben einen Core auf der CPU, den nennen wir den Monitor-Kern, der ist komplett reserviert für den KTRW, also für diesen neuen Debugger, den wir schreiben wollen. Und der wird dann für keine Anwendung oder sonstige Threads verwendet. Wenn man einen Breakpoint oder einen Watchpoint setzt, dann für einen bestimmten Kern setzt, dann wird dieser Kern angehalten und in den Debug-Zustand gesetzt, und der Monitor-Kern wird dann dementsprechend einfach nur in einer Endlosschleife checken, ob irgendeine von den CPUs gerade angehalten ist, was dann quasi das Signal ist dafür, dass hier in einem Breakpoint angekommen ist. So, und das das wird dann über den XNU-Kernel ganz normal an den User-Space LLDB-Debugger weitergeleitet, und dann kann der ganze übliche Stack ganz normal arbeiten wie sonst. So, also so sieht das dann normalerweise aus. AOP-Panic, und das war eben ein Problem. Ich habe dann irgendwann verstanden, dass das von dem sogenannten Always-On-Prozessor, also dem Prozessor immer an ist, verursacht wird, der Interrupts an den Hauptprozessor sendet. Und diese Interrupts, die von diesem Always-On-Prozessor gesendet werden, müssen gehandelt werden, ansonsten wird dieser AOP paniken und dabei das gesamte System crashen. Ich habe dafür dann die Watchdog-Timer-Kernel-Erweiterung reverse-engineert und herausgefunden, wie man diese Funktionalität ausschalten kann, aber es gab noch Anti-Interrupts, die ich nicht ausschalten konnte. Und ja, also ich vermute irgendwie, dass die Geräte, bei denen die Entwickler-Fuses noch drin sind,
dass man da diese Interrupts irgendwie ausschalten kann. Aber, also ich gehe davon aus, weil Apples Ingenieure ja im Prinzip auch diese gleiche Methode verwenden, um den Kernel zu debuggen. Und das ist ja nicht so toll, wenn sie, nachdem sie ein paar Sekunden den Prozessor angehalten haben zum Debuggen und dann die Ausführung wieder fortsetzen, dann das ganze System panikt. Also die haben da intern bestimmt irgendwas Sinnvolleres, zum Beispiel diese DevFuses. Den Hack, den ich jetzt aber habe, weil ich ja kein App-Ingenieur bin, ist eben, dass ich diese DevFuses, Entschuldigung, die letzte Zeit habe ich nicht gesehen. Das zweite Problem war, dass es passieren kann, dass der Monitorkern in den Interrupt-Händler springen kann zu jedem möglichen Zeitpunkt. Und das bedeutet, wenn irgendeiner der zu debuggenden Kerne anhält und aber dabei ein Spinlock hält, dann ist ja die einzige Möglichkeit, dass dieser Spinlock freigegeben werden kann, dadurch, dass der gerade zu debuggende Kern wieder weiterläuft. Und das geht aber nicht, weil er gerade angehalten ist. Das heißt, wir laufen hier in einen Deadlock, und der Hack dafür ist, dass wir tatsächlich damit in dem debuggten, also ja, der Workaround dafür ist, dass wir tatsächlich nur damit umgehen können, indem wir den normalen Interrupt, wenn wir den Interrupt auf dem zu debuggenden Call behandeln. Und ja, also das bedeutet, dass eben Interrupts maskiert werden müssen, während wir in einer Code-Region sind, in der möglicherweise Interrupts auftreten können. Während Interrupts disabled sind, sind wir eben in so einer möglichen kritischen Region, und dann können wir den Kern noch nicht direkt anhalten, sondern machen das erst ein bisschen später. Und nachdem ich diesen Hack zur Anwendung gebracht habe, sind dann meine Probleme mit den Interrupts verschwunden. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir Code, wo wir eine Kernel-Extension im Kernel laufen haben, und brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Kanal, um LLDB auf dem Laptop mit dem iPhone-Kernel zu verbinden. Ich habe mir da verschiedene Möglichkeiten überlegt, haben immer Vor- und Nachteile. Serial ist natürlich ziemlich nett und einfach zu implementieren. USB ist fand ich ziemlich gut, weil es ziemlich schnell ist. Aber Wi-Fi hatte ich auch noch als Option, falls die anderen beiden nicht funktionieren, aber es war eigentlich nicht wirklich meine Präferenz. Aber was viel ausschlaggebender war, waren tatsächlich die Nachteile der jeweiligen Techniken. Bei Serial braucht man spezielle Hardware, um diese Kommunikation herzustellen mit dem iPhone. Und das steht ja im Widerspruch zu meinen ursprünglichen Zielen, dass ich keine spezielle Hardware brauche für meinen Angriff. Man sollte ja einfach mit ganz normaler Apple-Hardware, die man im Apple-Laden kaufen kann, diesen Angriff machen können. Die anderen Probleme, wie bei USB und Wi-Fi, hatten das gleiche Problem, nämlich, also ein anderes, aber das gleiche Problem, nämlich, dass man jeweils speziellen Code schreiben müsste, weil das Problem ist eben, dass wenn wir einen Breakpoint treffen und der Code, der diesen Breakpoint ausgelöst hat, hält irgendeinen Log, der von dem Originaltreiber verwendet wird, dann haben wir im Prinzip auch wieder das Deadlock-Problem von eben. Und das heißt, egal welchen Kommunikationskanal wir tatsächlich verwenden, da müssen wir immer einen eigenen Treiber entwickeln, der komplett eigenständig ist und unabhängig vom restlichen Kernel. Und da fand ich den USB-Stack etwas weniger schmerzhaft. Ich habe mit etwas Nachgoogeln herausgefunden, welcher Hardware-USB-Controller im iPhone verwendet wird. Das ist ein USB-Controller von Synopsys. Der heißt der Designware High-Speed USB 2.0 On-the-Go-Controller. Und was so ein bisschen unglücklich dabei ist, ist, dass er proprietär ist. Dass die Schnittstelle, die er zur Kommunikation verwendet, ist kein Standard-USB-Interface. Das heißt, man kann nicht einfach irgendeinen Open-Source-Treiber verwenden dafür, um diesen Standalone-Treiber für den Debugger zu implementieren. Und dann habe ich nach einem Datenblatt gesucht, aber bin dann in ein Login-Fenster gelaufen, also ich kam nicht an die Datenblätter dran. Also, ja, das schien irgendwie alles ein bisschen problematisch, aber was ich gefunden habe, war,
waren Open-Source-Header-Dateien für diese Hardware. Es gibt auch Open-Source-Treiber dafür, aber alle die, die ich gefunden habe, haben das im Host-Modus gemacht, das heißt irgendwie als Laptop und nicht als Gerät, das man da irgendwie reinsteckt. Und die haben also nicht für mich funktioniert. Aber ich konnte eben diese Header-Dateien verwenden, die die Registerdefinition enthielten. So, der einzige Code, den ich mir vorstellen könnte, der das enthält, der so eine vollständige, eigenständige Implementierung enthält, der genau diesen Chip tatsächlich betreibt, war tatsächlich der Secure ROM vom iPhone selbst. Das ist das allererste Stück Code, das auf dem Anwendungsprozessor läuft, wenn das iPhone startet. Und es braucht einen USB-Stack, um mit einem Computer zu kommunizieren, zum Beispiel für DFU-Firmware-Upgrades. Und ich habe also einfach diesen Secure-ROM-Dump genommen, den man online finden kann, habe es in IDA gesteckt und den Teil reverse-engineert und den Code bis zuerst reverse-engineert und dann nochmal in C neu implementiert. Also das war etwas schmerzhaft, aber der Vorteil war, dass ich tatsächlich mein iPhone als ein spezielles KTRW-USB-Gerät, dass mein iPhone gegenüber dem Laptop als spezielles KTRW-USB-Gerät auftreten konnte. Und damit war dann der letzte Schritt, tatsächlich einfach den GDB-Stub zu implementieren. Das ist relativ einfach, compared zu dem anderen Kram in diesem Projekt. Die GDB-Spezifikation ist Open Source. Man muss eigentlich nur ein bisschen was parsen und dann die externe Debug-Schnittstelle treiben. Und als ich das hatte, hatte ich dann tatsächlich die Möglichkeit, ein Production-iPhone, also das man einfach so kaufen kann, einfach nur mit einem normalen USB-Kabel zu debuggen, ohne irgendwelche spezielle Hardware. Und hier mache ich hoffentlich eine relativ schnelle Demo. Ich habe ein iPhone, das ihr hier sehen könnt. Und ihr könnt den Screenshot auf dem Laptop sehen können. Also ihr könnt quasi den Screenshot hier sehen. So. Was ich jetzt mache, jetzt werde ich jetzt hier die App stoppen, die Kernel-Erweiterung startet. Und jetzt werden wir mit LLDB uns verbinden. Okay. Und LLDB hat das Gerät als iOS-Gerät erkannt und wir können jetzt die Ausführung weitermachen. Ich kann es jetzt leider nicht auf dem Display zeigen, aber für die Leute in der ersten Reihe, ihr könnt sehen, das Gerät ist wieder, es antwortet wieder auf meine Eingaben. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier einen Breakpoint setzen, auf dem Systemaufruf Mincore. Ich habe eine Anwendung auf dem Gerät, das Mincore aufrufen wird mit diesen bestimmten Argumenten. Und für diese Demo, um es schnell zu machen, habe ich die App halt schon vorinstalliert. Und das stoppt halt die CPU, das Telefon reagiert nicht mehr auf meine Eingaben und wir können jetzt uns den Speicher anschauen und auch den geschützten Speicher anschauen. Wir können jetzt Watchpoints setzen und verschiedene Debugging-Aktionen durchführen. Wir setzen hier einen Watchpoint und wir führen das Programm weiter aus. Und ihr könnt hier könnt ihr die Anweisung sehen, die diesen Watchpoint setzt, Watchpoint lädt. Wir können den Breakpoint wieder entfernen und das Ganze weiterlaufen lassen und das Telefon reagiert wieder.
Applaus. Cool. Also vielen, vielen Dank. Der Debugger-Quellcode ist hier auf GitHub zugänglich. Ich habe auch einen Blogpost gemacht, wie ich halt dazu kam, den Debugger zu entwickeln und auch die ganzen Sicherheitslücken zu finden. Und das ist auch ja, zum Teil auf dem, basiert auch teilweise auf dem Bootrom Exploit. Vielen Dank. In between microphone 1, 2, 3, 4, we have some more. So, and maybe you have questions from the signal. Okay. Keine Fragen aus dem Internet. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Am Anfang hast du den Exploit gezeigt und du hast halt gesagt, dass alles, was mit dem Exploit möglich ist, kann ich auch machen, aber du hast gerade gesagt, dass das System halt nicht patchbar ist. Und ist es jetzt möglich, das laufen zu lassen, ohne das iPhone erst zu entsperren? Also meinst du den Bootrom-Bug oder die Debug-Register oder beides? Eigentlich alles. Also ich weiß nicht wirklich, das ist nicht wirklich meine, da habe ich nicht so viel Fachkenntnisse drin. Es gibt mit Sicherheit Leute, die zum Beispiel physische Attacken daraus bauen könnten. Die Debug-Register, die ich hier verwende, sind jetzt nicht wirklich nützlich für eine Remote-Attacke, weil man die CPU dabei relativ schnell resettet und dann eben der KTRR-Bypass vorbeigeht. Und das heißt, ganz unabhängig davon, sobald jemand Kernel-Zugriff hat, ist das Gerät eigentlich sowieso komplett kompromittiert. Und ja, so hängt natürlich vom Threat Model ab, ob da jetzt tatsächlich, ob das tatsächlich eine Gefahr darstellt. Hast du dir den Linux-Kernel angeschaut, wie es da aussieht? Ja, also das war tatsächlich ziemlich lustig. Genau dann, als ich fertig war mit dem USB-Stick, als ich den USB-Stick fertig implementiert war, habe ich herausgefunden, dass ich tatsächlich einfach nur für die falschen, nach den falschen Sachen gesucht habe und die Dateien, die tatsächlich diesen Treiber beinhalten, im Device-Mode, die hießen einfach anders, als ich erwartet habe. Also, ja, man lernt eben beim Machen. Hi. Wirklich guter Vortrag. Ein kurzer Kommentar. Das ist das erste Mal, dass es also die Core-Site-Registers haben es ebenfalls auf ähnliche Weise schon entdeckt, also diese Sicherheitslücke oder diese Mechanismen. Du hast die USB-Stick von Secure-ROM extrahiert. Hast du auch Checkmate gefunden? Also zu deinem Kommentar zuerst mal, es gab einen ganzen Haufen Leute, die ähnliche Möglichkeiten oder Schwachstellen gefunden habe. Also nichts, was ich in diesem Projekt gemacht habe, ist wirklich originale Arbeit, sondern es baut auf der Arbeit von anderen Leuten auf. Die Frage, ob ich jetzt Checkmate entdeckt habe oder nicht, das erste Mal, als ich mein iBoot angeschaut habe, war ich ziemlich verwundert, dass das so kompliziert ist. Also ich wollte es eigentlich wirklich nicht anfassen. Und das habe ich nicht entdeckt. Okay, keine weiteren Fragen. Eine große Runde Applaus für unseren Vortragenden. Dies war die Übersetzung von dem Talk. Thank you.